Und damit herzlich willkommen zu Let's Play CA Billions. Ich finde, die Oase klingt doch recht. Obwohl, wie kriegen wir 240? Ach, kriegt man immer viel Schwierigkeiten. Ah, interessant. Verlassene Wald. Verlassene Wald klingt nach weniger, aber ich würde mal sagen, ich nehme mal die ich nehme den verlassenen Wald. Oase rechne ich nicht mit freien Flächen, während der verlassene Wald rechne ich mit Engstellen. Das ist vielleicht viel besser. Über den verlassenen Wald. Dieses kleine Tal scheint nahezu unbemerkt von den Infizierten zu liegen. Tief im Wald solltest du in der Lage sein, eine große Kolonie zu errichten, ohne von den Infizierten gestört zu werden. Erbaue eine große Kolonie auf geringem Raum und beschränkten Ressourcen. Obwohl es keine Infizierten in der Region gibt, nähert sich ein kolossaler Schwarm von den Bergen. Das Gebirge ist knapp 40 Tage entfernt. Du solltest ausreichend Zeit haben, um deine Kolonie auszubauen und eine schlagkräftige Armee auszubilden. Allerdings solltest du nicht übermütig werden. Könnte ich einen faradayischen Käfig brauchen? Ich guck mal kurz in die Oase. Widersetze ich allen Schwärmen. Das klingt schon besser. Vernichte alle Dörfer des Verderbens. Zweifelsohne handelt es sich bei dem Tal des Todes um einen unwirtlich und schlechten Ort für die Errichtung einer Kolonie. Dennoch ist es ein strategischer Standort von essentieller Wichtigkeit für das Imperium. Das Gebiet liegt am Rande einer großen Wüste und keine infizierten Schwärme können die Kolonie erreichen. Allerdings befindet sich eine noch größere Population von Infizierten in der Region, weil sich dort vor vielen Jahren zwei Dörfer gegründet hatten und von den Infizierten überrannt wurden. Die Region ist öde und du musst mit wenigen Ressourcen arbeiten, um eine annehmbare Bevölkerungszahl zu erreichen. Was ist denn weiter Horizont? Oh, interessant. Sehr aktive Wahrnehmungsfähigkeit plus 30%. Okay, dann für die Forschung kann ich ja dann auf den faradayischen Käfig, denke ich mal. Ja, perfekt. Dann könnte ich dann auch die Oase machen. Weil ich glaube, das werde ich brauchen, wenn dann eine große Armee kommt. Tal des Todes. Klingt doch nett. Da müssen die Lagerhallen tatsächlich nochmal warten. Ich brauche erstmal die Möglichkeiten, um die Infizierten aufzuhalten. Titan zum Beispiel brauche ich gar nicht erforschen, aus welchem Grund. Die kosten 6000 in der Erforschung. Und es bringt mir halt überhaupt nichts. Interessant, das würde ich gerne mal sehen, wie es hier aussieht. Gucken wir erstmal, irgendwas sagt mir, dass wir hier wirklich sehr wenig Ressourcen haben werden. Oh, du hast auch mit los. Wo sind die hingerannt? Okay. Wenn wir weiter sehen, können die logischerweise auch mehr mitkriegen. Da ist schon mal Stein. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn die mehr mitkriegen. Das könnte tatsächlich auch wie in der letzten Karte von Sea, also der damals letzten Karte von Sea Billions sein. In der die Infizierten einfach nur aggressiver sind. Warum hängt das gerade schon wieder, bitteschön? Ach, wir haben jetzt auch natürlich mehr Reichweite. Das ist sehr schön. Weite Sicht hilft übrigens nicht beim Angreifen, möchte ich nur mal erwähnen. Nur weil du mehr sehen kannst, kannst du auch nicht weiter schießen. Ich muss aber das hier räumen. Ich brauche den Stein. Completed.
Ich muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich rechne mit sehr großen Problemen. Oh, wir haben wirklich 20 mehr Energie. Das ist schön. Ich habe wenigstens genug Holz und hier könnte ich genug Stein rauskriegen. Und ich glaube, das ist ein... Das hier ist ein geschlossener Bereich wieder. Das mag ich sehr gern. Die Nanofaser hätte ich gern auch später. Alle Einheiten 5% mehr Rüstung. Aber erstmal muss ich einen faradayischen Käfig machen, dann gucke ich, dass ich meine Soldaten vielleicht verbessere oder die automatische Lagerung mache. Vielleicht erstmal die automatische Lagerung. Warum hängt das gerade immer wieder? Das stört mich. Da hinten geht's weiter, das ist Mist. Baue ich mal hier unten hin. Man kann dann später natürlich noch aufs... Was ist das denn? Quellendorf, Wasser für die Durstigen, Tote, Infizierten. Brunnendorf, seid gegrüßt, Überlebende. Wir hoffen, dass unsere Bewohner euch herzlich willkommen heißen. Ja, das glaube ich. Wir werden uns zu Tode erschrecken. Ah, ne, da geht's auch nicht weiter. Super! Das heißt, ich kann eine Menge Stein rausziehen. Vielleicht brauche ich dann auch Steinmauer nach Möglichkeit. Also gewisse Sachen kann ich mir wirklich für später aufbewahren, aber jetzt gerade brauche ich tatsächlich erstmal den Stein und dann muss ich gucken, wo ich Eisen herkriege. Das hier ist echt praktisch. Aber die Türme werde ich, die Städte werde ich logischerweise nicht so einfach loswerden. Kein Eisen, es könnte hier hinten sein. Busch, oder? So. Ich glaube, wir fangen ausnahmsweise bei der Farm an. Sobald die Stadt weiß, wo wir sind, haben wir sowieso ein Problem. Schön. Für viel mehr brauche ich den Stein gerade eh noch nicht. Bin mir nicht sicher, aber kamst du nicht gerade von der anderen Seite? Okay, weiter sollte man nicht gehen. Danach sollte man gucken, was wir da unten weitermachen. Wie viel brauche ich nochmal? Eins, fünf.
Ich hoffe, dass wir noch mehr Platz haben außer hier, sonst muss ich ja später wieder abreißen. Warten wir mal noch. Technology research finished. Roger that. Da ist Eisen. Ich hab's mir doch gedacht, irgendwo hier muss es sein. You are gonna pay me for this, right? Okay. Wenn ich damit Soldaten rumballer, weiß ich, dass es übel wird. Wolken. Könnte ich mir echt mal eine Farm hier unten leisten. Erhöht die Bevölkerung, ist gut für die Umwelt. Du musst noch aufleveln. Häuser sind, das könnte ich dann machen. Häuser sind auf jeden Fall effizienter dann. Auch schon das erste Eisen. Oh, geht hier unten ausnahmsweise weiter? Ein schlechter Plan ist übrigens auch ein Plan, möchte ich nur mal erwähnen. Kaserne kann eigentlich hier hinten bleiben, da stört sie glaube ich nicht so. Den Bereich, ja hier, dann kann ich vielleicht da hinten nochmal eine, sollte es nötig sein, nochmal was errichten bezüglich Steinbruch. Aber aktuell habe ich dafür keinen Bedarf. Ey, du Schlümpel. Wie weiter hoch sollte ich nicht gehen? Habe ich die Ballisten? Habe ich noch nicht. Okay. Sollte ich vielleicht gleich mal erforschen? Ja, hier hinten geht's weiter. Kann auf jeden Fall zwei Soldaten rausdrücken. Ich sollte aufhören, so viel Energy Drinks zu trinken. Ich bin gerade ein bisschen hüppelig. Oh, da liegt das alle im Spiel. Nein, glaube ich nicht. So, jetzt haben wir vier Veteranenbogenschützen. Ich muss aber vorbereitet sein für schlimmere Sachen. Ich glaube, hier geht es wirklich weiter, muss ich aufhören. Brauche ich denn das am dümmsten hin? Vielleicht hier.
Dümmer geht's leider immer, aber ich brauche langsam ein bisschen Eisen hier oben. Und mit... Ich glaube, mit zwei Soldaten werde ich keinen Blumentopf gewinnen. Kann ich zwar ausbilden, aber die sollte ich dann auf jeden Fall notfallmäßig behalten. Also wenn ich jetzt anfange mit den Runen zu ballern, ist das nicht gut. Wenn die alle erhöhte Aggressivität haben, wie in der Hitzekarte, dann wird das schlecht ausgehen, wenn ich anfange rumzuballern. Unter Umständen. Ich habe kein Essen mehr. Gut, dann brauchen wir gleich noch eine Farm. Vor allem brauche ich das ja auch für die Soldaten. Wie schön, dass wir das hier stehen haben. Das kann man natürlich nicht abreißen, den alten Brunnen und... Was ist das? Das kann man auflesen? Mache ich gleich mal mit den Soldaten. Moment. Bringt das Holz oder so? Grundwasser bekommen. Eine unterirdische Quelle. Bitte keine infizierten Leichen darin entsorgen. Ach so, okay. Macht Sinn. Ach, so läuft das in dieser Karte ab. Ich verstehe. Überall, wo sowas ist, kann ich... Gibt es entsprechend Zeug. Naja. Ich würde gerade sagen, ich baue hier mal eine Balliste her. Ich will wenigstens einen gewissen Verteidigungswert erstmal haben, falls nämlich dann stärkere Gegner kommen. An einigen Positionen. Hier noch eine, hier und hier. Oh, ich habe auch fast genug. Kann ich die auf jeden Fall abziehen, denke ich. Vielleicht muss ich das auch alles abreißen und höher bauen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ah ja, habe ich gemerkt. Danke für die Info. Ja, ich glaube wirklich, dass es nur in diesem Bereich hier... Zeug gibt. Ich baue das jetzt trotzdem erstmal so. Eins bauen wir noch. Also wenn die sollten wir problemlos wegstecken. Allein wegen dem Flächenschaden schon. Wie viel Zeit haben wir? 56 Tage. Da kann ich mich vielleicht auch ein bisschen darauf ausruhen, dass ich dann ein paar Soldaten habe. Ich rechne aber damit, dass wir früher oder später behelligt werden von den Gegnern. Was ja auch logisch ist. Aber den Markt wäre dann auch ganz schön. Am Tag 10 Markt zu haben, wäre nicht schlecht. Tag 10 sollte man so um die 200 Einwohner eigentlich haben. In der normalen Karte auf Hart. Tag 5, das und das. Und Tag 10 sollte man eigentlich schon 200 Einwohner ungefähr haben, wenn sich sogar mehr. Das ist so ein Ziel, was ich mir immer setze. Und da kommen die Stärkeren. Du bleibst da. Du bleibst da. Unsere Forces sind in Gefahr. Warten auf Orders.
Okay. Was essen? Schön, dass du nicht. Das könnte uns jetzt das Genick brechen. Bin ich ganz ehrlich. Wenn die anfangen mitzuballern. Möglichst versuchen zu verhindern. Die sind zum Notfallmäßig da, aber. Oh, Energie. Essen, das ist gut. Kann sein, dass das hier eine Engstelle ist. Auf jeden Fall habe ich schon mal einen Großteil abgedeckt, erstmal. Mit den paar Türmen. Natürlich rechne ich mit einer echt großen Stadt. So, jetzt haben wir gleich alles. Das alles wird höchstwahrscheinlich hier hochziehen müssen. So. Würde ich glatt mal sagen. Das muss ich alles wegziehen, damit ich hier unten das Farmland habe. Würde ich Geld drauf wetten, dass es so läuft. Wenigstens haben wir hier keine Schwärme zu bekämpfen. Schön, dass die alles ballern kann. Ich würde sagen, wir machen das direkt mal. Denn je länger ich warte, umso schlimmer wird's ja. Also das hier muss alles eigentlich weg. Wo kommt der Kackzug eigentlich? In 7 Stunden. Das kann von mir aus bleiben, aber die hier müssen alle noch weg. Ja, das tut einem jetzt weh, aber wir müssen langfristig denken, das ist wichtig. Wenn der Zug noch ein bisschen wartet, könnten die fertig werden. Die lassen wir. Okay, ich würde gleich mal sagen, ihr alle, fangt mal an zu räumen. Hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmeres ist. Da sind schlimmere Sachen. Ich sehe es genau. Der schiebt wieder seinen alten Herrn vor. Nett. Das müssten sie packen. Danach haben wir auch wieder genug Leute. Wenn es härter wird, ich habe die hier nicht grundlos. Aber die Bogenschützen sollen es erstmal räumen, bis ich genug habe.
Hol dir mal das Essen da. Lass immer so stehen, noch läuft's. Zur Not zieh ich sie hier hin zurück. Wenn ich das Gefühl habe, es reicht nicht. Läuft der Markt? Der Markt funktioniert interessanterweise, obwohl ich eigentlich zu wenig habe. Übrigens, der Markt wirkt effizienter bei größeren Gebäuden. Hallo? Läuft doch. Ja, das ist halt kein Endprodukt, so wie es ist. Das Schöne ist, ich kriege zusätzlich Geld dafür, dass ich meine Ressourcen abbaue. Ach ja. Da war ja was mit Energie. Ich muss langsam anfangen zu räumen. Dazu brauche ich aber ein paar mehr als 3 Soldaten. Vielleicht kann ich mit den Soldaten einfach hochgehen und Streit anfangen. Denn dafür sind die ja eigentlich da. Nicht um Frieden zu stiften oder so. Die sind einfach nur da, um Streit zu machen. Streit zu haben, Streit zu machen, mir ist auch egal. Die sollen einfach auf die Fresse hauen. Und mehr brauche ich die nicht. So wie Hagrid in Hogwarts, der ist nur da, damit man sich über ihn lustig macht. Bleibt dieser blöde Zug. Ich habe Häuser, die besetzt werden müssen. Ich brauche Geld für meine Kriegsmaschinerie. Units under attack. Reporting for duty. Tell me. Waiting on orders. Das ist ein bisschen übel. The train has arrived at the station. Commander? Our forces are expecting orders. Das hält der aus, dafür ist ein KS-Soldat. Er ist da, um sich zu prügeln. Die heilen ja auch wunderbar schnell. Nicht so gut wie Lucifer, aber die heilen immer noch super. Ah, jetzt werden sie langsam unten aggressiv. Ich wüsste gerne, ob hier hinten noch was ist. Bleib mal da stehen, genau. Und da keine Schwärme kommen, kann ich auch immer mehr Soldaten ausrüsten. Immer mehr Schwärme ausrüsten? Soldaten immer mehr aufrüsten. Warum darf ich das da nicht? Dann machen wir es halt so. Und mit jedem Soldaten wird meine Armee stärker. Und solange ich keine verliere, kann ich das auch weiterziehen, weitermachen. So. Ich kann hier nochmal ein bisschen Energie reinbauen. Das ist natürlich nicht cool, wenn du da stehst. Das ist ein bisschen zu weit weg. Ballisten daneben schießen ist ein bisschen, ist echt ätzend. Ich frage mich, ob es hier hinten auch weitergeht oder ob es auch zu ist. Ich würde sagen, den nächsten schicken wir dahin. Vorrücken.
brauche ich erstmal nicht. Geht mal mit hier hin, ihr dürft dann... Wie sind das? 8 Stück. 8 Stück sind schon gar nicht schlecht. Ich muss gucken, dass ich... Dass ich meine Energieprise in den Griff kriege. Wenn hier nichts weiter ist... das ist aber zu groß dafür, dass es ein leeres Gebiet ist, glaube ich. Das könnte aber auch wirklich Licht sein. Dann könnte ich das hier später abreißen. Räumt das Gebiet, wenn es geht. Wenn ich die Stadt aufmerksam mache, ich weiß nicht, wie groß diese Stadt ist. Ich rechne mit einer echt großen Stadt. Aller der neuesten, letzten Karte. Die ihr jetzt hier noch nicht gesehen habt, aber ich habe sie gesehen und diese Städte sind wirklich groß. Die sind größer als die anderen Städte. Die sind mehr als doppelt so groß, ehrlich gesagt. Na komm, stärkere. Aber sie räumt das Gebiet. Nicht mal ineffizient. Reporting for duty.